Und willkommen zurück im nächsten Match hier. Der Tanzo mit dem Cyborg-General und der No Mercy mit den USA, mit dem WA. Gegen Kurama mit dem Panzer-General und der BW mit dem Laser-General. Oh, 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 oh. Hier sehen wir den Kurama in lila unterwegs. Hier unten rechts den BW in rosa. Hier haben wir den Tanzo in rot. Und hier den No Mercy in orange. Das ist so seine Farbe, orange. Ich muss auch sagen, orange ist echt hier eine hübsche Farbe. Ja. Oh. Mit rot so meine Lieblingsfarben hier. Zumindest in dem Teil. Aber auch bei Alarmstufe Rot, muss ich sagen. Oh, guck mal, hier. Der BW. Typische Taktik. Beim BW direkt den Transport-Heli beladen mit den Rockets. Erste Offensive wird jetzt hier schon gefahren. Ah, er will erstmal die Türmchen einnehmen. Aber schon sehr nah hier. Direkt beim Tanzo. Hätte also die Möglichkeit, wenn er jetzt da 5 Stück reingeladen hätte, hier mal locker eben das Ding hier rauszunehmen. Und auch bei weitem mehr. Wobei hier auch schon ein paar Rockets sind. Oh, wir gucken mal links oben hier beim Kurama. Er geht hier erstmal auf Nachschublager hier. Und der Tanzo, the same. Aber auch er hat hier den Turm im Visier. Und die Rockets. Was hat er mit dem vor, der Tanzo? Kommt er hier auch gleich mit dem Transportfahrzeug? Nee. Das nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Doch. Da kommt der Helix. Oh, Wunderwelt, der Helix kommt. Und mit dem wird er garantiert jetzt eine schöne Spritztour machen. Ja, kein Problem. Holt er sich die ganz schnell mal im Runner. Mit der Gatling vom Helix. Hat er sich hier den BW erstmal entledigt und geht direkt sehr schön auf die Ressourcen drauf. Und auch nebenbei merkt hier auch sehr schön vom Tanzo gemacht, dass er hier den Bunker gleich mit Minen besetzt hat. So. Ressourceneinnahmequelle für BW jetzt erstmal weg. Was zumindest die beiden Türmchen anbelangt. Und auch hier nochmal schön ein Bunker an der Front gesetzt. Und erster Angriff jetzt von No Mercy auf den Kurama. Hart aber aktuell noch aus. Und jetzt macht er mobil. Nimmt direkt den Dozer raus. Ja, und das sollte jetzt kein Problem darstellen. Allerdings, was für eine geile Szene hier. No Mercy. Ist so geil, dass Tanzo hier No Mercy direkt Backup gegeben hat. Richtig geile Aktion von den beiden. Gutes Teamplay hier. Oh, wenn die in der Tour- und Tour-Liga zusammenspielen sollten, dann kann das ganz schön was werden. No Mercy oben ohne Probleme. Base cleared. Und hier die Rockets, die könnten für Entlastung sorgen. Jetzt zumindest, was hier den Helix anbelangt, weil der kommt auch rechtzeitig noch weg. Schönes Movement von den beiden. Ah, die Rockets, die versuchen es noch zu managen hier. Und der Helix, schwer verwundet, fliegt er nach Hause und beschwert sich beim Mutti, dass er Ohr gekriegt hat. Da kommen die Gunners, die helfen. Inklusive die Hambis von BW. Und hier, Drohne ist hier gerade am Fliegen. Und da macht sich Tanzo auf den Weg hier mit den Horchposten. Auch hier aktuell in Überzahl. Da kommen nochmal die Humvees. Aber die Infiltrierten, die helfen ja. Und das ist das, was ich meine. Taktisch kann man sehr gut mit den besetzten Gebäuden arbeiten als Backup. Gerade bei solch 10 Musterbeispiel. Und hier oben wehrt sich jetzt Kurama gegen den Schützen hier. Aber Tanzo kommt hier gut voran, nimmt sich hier das Nachschublager von BW hier.
Inklusive den das Türmchen hier. Nimmt er jetzt auch gleich mit. Da kommt nochmal der Helix. Da oben. Kann sich hier locker die Türmchen hier schnappen. Macht er auch. Aber Tanso fährt weiter vor. Nimmt sich auch noch einiges mit. So ist das nicht. Jetzt legt er aus. Lässt die zurück. Sehr schön. Schönes Backup. Fährt mir die anderen weiter. Und oben gleichzeitig auch nochmal No Mercy rein. Direkt beim Kurama. Oh, oh, oh. Das wird schwierig. Aber hier unten viel interessanter jetzt gerade hier. Was Tanso hier macht. Der nimmt hier die BW hart aufs Korn. Das dürfte das GG hier sein. Und das sehr früh, sehr schnell. Geschuldet aber auch an den Generälen. Aber BW gibt noch nicht auf. Der denkt da noch nicht dran. Aber gegen zwei hier noch was zu schaffen, das wird schwierig. Auch für BW. Er versucht es aber noch. Da kann auch mal eine schöne Verstärkung hier, inklusive Helix auch noch vom Tanso. Ja, und der eine Hambi, der nimmt hier nochmal die Ressourcen aufs Korn. Ist das ärgerlich. Und hier wird er keine Chance mehr haben, der BW. Gegen die beiden. Da die Ressourcen auch am Eimer zu spät. Hier, der Hambi. Und zu früh der Tanso, das ist das GG. Für das Team Tanso on the Mercy. Und hier sehen wir nochmal die Ergebnisse. No Mercy hat hier eine ordentliche Bilanz hier von den Ressourcen ordentlich gefarmt. Kam deutlich besser hier auf dem Pfad drauf. GG.